Pressestatement im Anschluss an Beratungen der Bundesregierung. Und das erste Statement, da suche ich den Herrn Bundeskanzler. Bitte schön. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Österreicherinnen und Österreicher, wir stehen nun nach 2 Wochen Notbetrieb in Österreich und ich kann mich noch gut erinnern, was ich heute genau vor einer Woche gesagt habe. Ich habe damals gesagt, wir stehen am Beginn eines Marathons und wir können heute nur wiederholen, das gilt nach wie vor genauso. Als ich heute früh aufgestanden bin und ins Büro gefahren bin, habe ich eine SMS bekommen von einem guten Freund von mir, der mir geschrieben hat, alles Gute für heute, hoffe, du verkündest, dass das endlich vorbei ist und wir wieder zur Normalität zurückkehren können. Das hält ja keiner mehr aus, Rufzeichen. Ich bin mir bewusst, sehr geehrte Damen und Herren, dass viele genau das jetzt von Ihnen hören wollen würden. Aber die Wahrheit ist, es ist ein Marathon. Und es ist nicht unsere Aufgabe, das zu sagen, was man gerne hören möchte, sondern es ist unsere Aufgabe, ehrlich zu Ihnen zu sein. Ich halte es für ein großes Problem, dass es nach wie vor viele Verharmloser in unserer Gesellschaft gibt. Auch unter den Experten einige, die sagen, so schlimm wird es schon nicht werden. Wir haben uns die letzten Tage ganz intensiv mit Virologen, mit Mathematikern und in der Bundesregierung beraten. Und die Realität ist eine ganz einfache. Es ist gut, dass wir die Maßnahmen gesetzt haben. Die Maßnahmen sind nicht nur die richtigen, sondern sie wirken auch. Aber wir müssen die Ausbreitung in Österreich deutlich stärker und weiter drücken. Der Replikationsfaktor muss unter 1 sinken und mittelfristig in Richtung 0 verlaufen. Und die Wahrheit ist, kein Gesundheitssystem der Welt kann eine zu schnelle Ausbreitung dieser Krankheit stemmen. Wie stark das Gesundheitssystem überbelastet wird und wie lang diese Überbelastung dauert, insbesondere auf der Intensivmedizin, das hängt von uns allen ab und da haben wir alle gemeinsam die Möglichkeit, unser Bestes zu geben. Es ist jetzt schon klar, dass viele Menschen an dieser Krankheit sterben werden. Das lässt sich auch nicht verhindern. Aber wir müssen zumindest unser Möglichstes tun, dass nicht mehr Menschen sterben, als sterben müssten. Und ich bin mir vollkommen bewusst, dass sich viele das mittlerweile schwer vorstellen können. Wir haben uns 2 Wochen angestrengt, wir haben zusammengehalten, wir haben die sozialen Kontakte auf ein Minimum reduziert und es wirkt auch so ruhig und so beschaulich in Österreich. Viele können sich nicht vorstellen, was da in einigen Wochen auf uns zukommt. Aber die Wahrheit ist, es ist die Ruhe vor dem Sturm. Und wie grausam dieser Sturm sein kann, das merkt man, wenn man in unser Nachbarland Italien schaut. Daher, sehr geehrte Damen und Herren, bitte ich Sie ganz, ganz intensiv, die Maßnahmen, die beschlossen worden sind, zu befolgen, alles zu tun, dass sich die Krankheit nicht weiter ausbreitet und Ihre sozialen Kontakte wirklich weiterhin auf ein Minimum zu reduzieren. Zusätzlich zu den schon bereits gesetzten Maßnahmen werden wir 3 weitere Schritte setzen. Zum ersten ein noch verstärkter Schutz für besonders gefährdete Gruppen. Der Gesundheitsminister wird noch im Detail darauf eingehen. Zum zweiten die konsequente Einhaltung der Maßnahmen, die gesetzt wurden, sicherstellen. Hier gibt es da und dort Nachschärfungsbedarf und insbesondere auch Notwendigkeiten im Vollzug. Der Gesundheitsminister und der Innenminister werden darauf noch genauer eingehen. Und zum Dritten, wir werden auf das Tragen von Masken setzen. Ich bin mir vollkommen bewusst, dass Masken für unsere Kultur etwas Fremdes sind. Wir kennen die Bilder von Asiaten in Flugzeugen oder manchen asiatischen Touristengruppen, die bei uns immer etwas sonderbar und fern wirken.
Es ist nicht Teil unserer Kultur und es wird eine große Umstellung sein. Aber es ist notwendig, dass wir diesen Schritt machen, um die weitere Ausbreitung noch stärker zu reduzieren. Es handelt sich hier nicht um Schutzmasken, wie sie das medizinische Personal tragen muss, sondern es handelt sich um einen Mund-Nasen-Schutz, sogenannte MNS-Masken, also ganz einfache Masken, die schlicht und ergreifend einen Zweck haben, nämlich Mund und Nase zu bedecken. Es wäre ein Irrtum zu glauben, dass solche Masken einen schützen. Das ist definitiv nicht der Fall. Aber was dadurch sichergestellt werden kann, ist, dass es nicht so leicht zu einer Übertragung durch die Luft kommt. Also sprich, durch das Tragen der Maske kann man andere Menschen schützen, indem man sie nicht anniesen, anhusten kann und die Übertragung durch die Luft etwas reduziert wird. Ich sage ganz explizit dazu, und das ist der wichtigste Punkt, das ist kein Ersatz für das Abstandhalten, sondern es ist eine zusätzliche verschärfte Maßnahme, um sicherzustellen, dass wir die Ausbreitung stärker noch reduzieren können. Ich bedanke mich bei den großen Supermarktketten in Österreich, mit denen wir seit einer Woche an diesem Projekt arbeiten. Die Supermarktketten werden die Verteilung dieser Masken übernehmen. Ganz konkret bedeutet das, dass sobald die Lieferungen eingetroffen sind, und es ist leider derzeit schwierig, das am Weltmarkt in großen Stückzahlen bestellen zu können, aber voraussichtlich ab Mittwoch die Supermarktketten beim Eingang beginnen werden, jedem, der einkaufen geht, eine solche Maske zu übergeben. Ab dem Zeitpunkt, wo diese Masken vor den Supermärkten ausgehändigt werden, ist es Pflicht, diese dann auch im Supermarkt beim Einkauf zu tragen. Das Ganze wird eine Lernphase sein, wie man richtig damit umgeht und wie wir auch die Logistik in so großen Mengen hinbekommen. Zielsetzung ist natürlich mittelfristig, diese Masken dann nicht mehr nur im Supermarkt, sondern auch darüber hinaus zu tragen, überall dort, wo ein Vorbeigehen, ein Kontakt haben mit Menschen stattfindet. Ich betone noch einmal, es ist kein Ende oder Ersatz des Abstandshalten, sondern es ist eine zusätzliche Ergänzung, weil wir an den Zahlen ganz genau erkennen müssen, dass es notwendig ist, alles zu tun, um die Ausbreitung weiter zu reduzieren. Die Maßnahmen, die wir setzen, sind die richtigen, sie zeigen Wirkung, aber wir müssen noch schneller und noch besser werden. Ich weiß, liebe Österreicherinnen und Österreicher, dass Ihnen diese Zeit gerade viel abverlangt. Es sind herausfordernde Zeiten und ich möchte nichts beschönigen, es liegen schwere Wochen vor uns. Aber das Ziel ist ganz klar. Gemeinsam als Team Österreich alles zu tun, damit die Situation bei uns nicht so schlimm wird, wie sie in unserem Nachbarland Italien ist, und gemeinsam alles zu tun, damit wir schnell wieder aus dieser Krise herauskommen, um wieder zur Normalität und auch zu einem erfolgreichen Wirtschaften zurückkehren zu können. Das ist der richtige Weg, um Leben zu retten. Es ist vor allem aber auch der richtige Weg, um schnell wieder diese starke Volkswirtschaft zu werden, die Österreich immer war und auch in Zukunft sein muss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Herr Vizekanzler, bitte sehr. Ja, ich möchte mich zunächst bei allen in Österreich Lebenden bedanken, die die Maßnahmen, die Verordneten der Bundesregierung befolgen und auch die Empfehlungen. Sie, ihr werdet damit auch zu Lebensrettern. Das oberste Ziel der Bundesregierung ist natürlich, möglichst viele Menschenleben zu retten. Auch wenn wir jetzt schon wissen, dass mehr Personen an dieser Krankheit sterben werden, als sich viele von uns jetzt schon vorstellen können. Deshalb wollen wir die Maßnahmen verstärken. Es muss das Ziel bleiben, dass
die Kapazitäten im Gesundheitssystem, insbesondere im intensivmedizinischen, nicht zu sehr überspannt werden. Wir können noch nicht sagen, wann diese Grenze erreicht wird, aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass dort Engpässe entstehen. Das führt dazu, dass wir werden es anschließend noch hören, verstärkt die Indikatoren Hospitalisierung, sprich wie viele Menschen sind in den Krankenhäusern, aber auch wie viele sind die Intensivmedizin, ja, und leider auch die Todesfälle verstärkt betrachten, weil das sind Zahlen und Hinweise, eben Indikatoren, die gewiss sind. Aus diesem Grund wollen wir auch die Verbreitungsgeschwindigkeit noch massiv verlangsamen, weil momentan ist es noch nicht so, dass wir bei das, was wir heute hier eingeführt haben als Begriff für Pressekonferenzen, bei diesem R kleiner 1 sind, will heißen, dass ein Mensch durchschnittlich weniger als einen anderen ansteckt. Nur dann geht das überhaupt runter. Das heißt aber noch nicht, dass wir nicht zuvor schon längst die Kapazitäten des Gesundheitssystems sprengen. Also wir haben hier zwei Entwicklungen zu betrachten und wir müssen mit dieser Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus und der Infektionen noch deutlich runter, deshalb auch die zusätzlichen Maßnahmen. Und ich kann das Bild nur verstärken, Ruhe vor dem Sturm. Es schaut in Österreich noch viel besser aus als woanders. Aber es ist nur deshalb so, weil wir zeitlich hinterher sind, das ist das eine. Und zweitens, weil, ja, die Bundesregierung mit Mithilfe der Bevölkerung schneller, anders und zielgerichteter vorgegangen ist, als in einigen Ländern, wo das jetzt ja vor uns aller Augen explodiert. Trotzdem ist es so, dass das beste Gesundheitssystem das nicht stemmen kann, wenn wir hier, auch das österreichische, wenn wir diese Ausbreitungsgeschwindigkeit nicht noch deutlich reduzieren. Und deshalb legen wir nach und können nicht mit der Botschaft aufwarten, dass es schon nach Ostern an allen Stellen lockerer wird. Ich kann das nur bestärken. Wir haben uns intensiv seit Freitag, wo wir uns vorgenommen haben, dass wir schon in die Zukunft blicken, uns seit Freitag intensiv beschäftigt mit den Expertinnen und Experten, sei es die medizinischen Virologen, aber auch mit den mathematischen Modellrechnern, auch wenn sie die nicht immer einig sind. Auch das ist vielleicht ein Thema. So ist es doch dem Vorsichtsprinzip in der Politik und der Verantwortung geboten, dass wir von den schwierigeren Prognosen ausgehen und dann von dort weg unsere Handlungen ableiten, um weiter diese Ausbreitungsgeschwindigkeit zu reduzieren. Ja, es ist ein Marathon, aber wenn wir das Bild sehen, mit der exponentiellen Wachstumskurve, sprich explosionsartigen Wachstum, das immer dann eintritt, wenn einer mehr ansteckt als einen anderen Menschen und wenn es nur 1,1 ist durchschnittlich, dann führt das automatisch dazu, dass irgendwann einmal, ist nur Frage der Zeit, alle Grenzen gesprengt werden. Und deshalb müssen wir hier investieren und deshalb ist es ein Marathon und genauso im gesellschaftlichen, sozialen und ökonomischen auch, und wenn wir dort schauen, wie wir dort noch zurande kommen, am Anfang auch ein Sprint, weil wir jetzt schnell sein müssen, um das möglichst rasch unten zu halten, weil dann die Ausbreitungskurven in der Folge von einem niedrigeren Niveau ausgehen. Auch das sollte einleuchtend sein. Also wir haben allenthalben doppelte Aufgaben, wenn man das auch so sportlich vergleichen will. Ja, und da kann ich am Schluss nur eine Maßnahme noch mit begründen, weil ist nicht mein Job sonst, aber weil sie eben so neu ist. Der Mund-Nasenschutz, der eben die Mitmenschen schützen soll. Und ich bitte wirklich, so solidarisch zu sein, so Anteil nehmen am Schicksal der Mitmenschen und auch am Ganzen, für die ganze Bevölkerung, die hier in Österreich lebt. Es geht nicht darum, ob ich mich gesund fühle oder ein anderer. Es geht bei diesen Maßnahmen meistens darum, dass man die Ausbreitung verhindert und damit das Menschenleben anderer schützt. Weil die wenigsten glauben ja, dass sie selber sterben werden. Aber wenn wir aufeinander schauen wollen, dann ist das
auch ein Mittel der Wahl. Es wird auch gar nicht das einzige bleiben. Wir haben schon Maßnahmen gesetzt, wir schauen ja immer, was weitergeht. Immer möglichst gesellschaftlich, sozial und wirtschaftlich verträglich. Aber solange wir das nicht weiter runterbringen, müssen wir nachschärfen. Alles andere wäre unverantwortlich. Es hat niemand was davon, wenn wir uns herstellen und sagen, nach Ostern geht es wieder lustig weiter. Es ist nicht so, weil dann werden wir lustig ganz schnell die Kapazitätsgrenzen erreichen und viel, viel mehr Tote haben, als wir sonst haben würden. Das ist unsere Verantwortung, auch wenn es vielleicht gar nicht jeder versteht. Aber ich plädiere dafür, dass wir auch da zu einer Rate kommen, dass möglichst, möglichst viele mittun. Wir können nicht alles nur verordnen, aber möglichst viele mittun, um möglichst viele andere Menschenleben zu retten. Ja? Wenn man schon selber nicht daran glaubt, betroffen zu sein. Das bezieht sich auch auf die Bilder, die wir gesehen haben, dass das nicht immer eingehalten wird. Das ist auch meine Rolle, manchmal darauf hinzuweisen. Es war halt am Samstag so, jedenfalls in manchen Städten, dass ganz offenkundig über die Medien Bilder verbreitet wurden, wo jeder sehen konnte, dass diese Abstände nicht eingehalten werden. Man kann das nur unterschätzen. Das ist kein Grippevirus. Das funktioniert anders, sonst wäre ja die Ausbreitungsgeschwindigkeit nicht so dramatisch höher wie bei anderen Infektionskrankheiten. Das muss einem doch einleuchten, auch wenn man kein Experte ist. Ich bin auch kein Experte. Aber wenn wir da zuhören, bei den Expertinnen und Experten, dann bin ich dafür, dass wir uns an jenen orientieren, die die dramatischeren Szenarien zeichnen. Das verstehe ich darunter, Verantwortung wahrzunehmen. Und das kann nicht die Regierung alleine nur. Wir brauchen sie und ihre Unterstützung und wende mich also hiermit an all jene, die zuschauen. Ich nehme an, dass das ja gar nicht so wenige sind und verbreiten Sie diese Botschaft weiter. Das ist nämlich unsere, wir leisten einen Beitrag, ja, wir sind gewählt, um Maßnahmen vorzugeben, aber wir sind auch darauf angewiesen, dass Sie mitmachen. Bitte tun Sie das. Zusammenhalten heißt jetzt auch aufeinander schauen. Und das heißt Abstand halten, das war immer schon klar, aber es heißt auch, die neuen Maßnahmen zu befolgen. Abschließend, wir tun das deshalb, damit der Wunsch des Freundes des Herrn Bundeskanzlers, der dieses SMS geschrieben hat, möglichst früh, zumindest schrittweise in Erfüllung gehen kann. Wir können nämlich überhaupt nur daran denken, was das soziale Leben betrifft, aber auch das wirtschaftliche, das müssen wir im Auge haben, wieder schrittweise hochzufahren, wenn wir zunächst einmal diese Ziele erreichen, von denen wir hier jetzt reden, mit den entsprechenden Maßnahmen. Also je mehr wir jetzt uns anstrengen, desto schneller kommen wir später dorthin, wo sich die meisten wieder hinsehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Vizekanzler. Herr Gesundheitsminister, bitte sehr. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es wurde bereits gesagt, wir haben uns am Wochenende sehr, sehr intensiv mit den Entwicklungen, mit den Zahlen, mit den Fakten, mit den Prognosen auseinandergesetzt und auch wirklich schonungslos damit auseinandergesetzt, denn alles andere wäre verantwortungslos in dieser Situation. Und die Analyse ist eine sehr, sehr klare und eindeutige. Der Anstieg und die Ausbreitung dieser Corona-Pandemie, der schwersten Gesundheitskrise europaweit und weltweit seit vielen Jahrzehnten, geht in einem besorgniserregenden Tempo voran. In einem besorgniserregenden Tempo, erinnern Sie sich, Ende Dezember konnten wir noch gar nichts anfangen mit dieser Begrifflichkeit. Was ist ein Coronavirus? Heute beschäftigt er uns und geht in Höhen und in Größenordnungen, die vor 3 Monaten noch völlig unglaublich gewesen wären. Heute haben wir weltweit mittlerweile 723.000 Erkrankte. In dieser Woche werden das bei Anhalten des Trends, da brauche ich kein Hellseher sein, über 1 Million Menschen sein. 34.000 Tote mittlerweile, USA, Indien, Afrika, dramatische Erhöhungen und Dynamiken, wo kein Ende absehbar ist im Augenblick. Und nach wie vor ist aber die Europäische Union das Epizentrum der Entwicklung. In Italien werden wir heute die 100.000 Erkrankten erreichen, die Marke überschreiten. 100.000 Menschen, eine Großstadt. In Italien sind wir bei mittlerweile 10.700 Todesfällen, in Spanien bei 6.800, in Frankreich bei 2.600. Und auch wir in Österreich können keinen Glassturz über dieses Land stellen. Wir können nur die bestmöglichen Maßnahmen realisieren und dem Vorsichtsprinzip
nachhaltig uns widmen und dieses umsetzen. Und das Vorsichtsprinzip sagt uns, wir müssen die bestmöglichen Maßnahmen realisieren, uns ansehen, was funktioniert auch international, wer hat, welche Maßnahme hat wem auch Erfolg gebracht, zumindest Teilerfolge teilweise. Österreichs Zahlen sind heute früh bei 9.131 Erkrankungen, bereits über 100 Todesfälle, 108 konkret, und 999 Hospitalisierte. Auch das sind sehr dramatische Zuwächse. Und wenn wir uns den Trend ansehen, dann muss man zwei Dinge sagen. Einerseits, ja, wir merken, dass die Maßnahmen zu wirken beginnen. Beginnen dreifach unterstrichen. Das macht Mut, auch für das konsequente Fortsetzen der Maßnahmen. Wir merken aber auch, dass das weitaus noch nicht reicht. Wir sind von unserem Ziel noch weit entfernt. Die Verdoppelungsrate zum Beispiel bei den Erkrankungsfällen. Vor 3 Wochen waren wir bei 2,5 Tagen, unfassbar eigentlich rückblickend gesehen, wenn sich alle 2,5 Tage die Erkrankungszahl verdoppeln würde, dann auf 3,6, jetzt auf 5,9, und in Wirklichkeit müssen wir in Größenordnungen von 14, wenn wir dieses R kleiner 1 tatsächlich erreichen wollen. Das heißt, wir haben ein paar Kilometer des Marathons geschafft, da sind wir gut gestartet, aber wir sind weit, weit von den Zielen entfernt, und deswegen heißt es nicht nachlassen, sondern beschleunigen, mehr Tempo machen, noch mehr Intensität realisieren. Das Vorsichtsprinzip in den Mittelpunkt stellen. Und das zentrale Ziel ist, diesen Trend, diese Entwicklung der Zahlen und der Erkrankungen so zu reduzieren, dass wir de facto mittelfristig keine Zuwächse mehr haben und das erklärte Ziel damit erreichen, dass wir möglichst die Kapazitätsgrenzen in den Spitälern nicht überschreiten, zumindest nicht österreichweit überschreiten. Und wenn wir uns internationale Beispiele ansehen, wer war erfolgreich, welche Maßnahmen gibt es da? Da gibt es die Möglichkeit des völligen Lockdowns, eine Möglichkeit. Da gibt es die Möglichkeit von Big Data, eine zweite Möglichkeit. Und da gibt es eine dritte Möglichkeit, nämlich mit einem Maßnahmenbündel sehr konsequent zu arbeiten und auch die Frage von Mund-Nasen-Schutz, das bei uns, was bei uns überhaupt keine Kultur ist, in Wirklichkeit, wo wir einen großen Lernprozess vor uns haben, schrittweise dort, wo es erforderlich ist, auch zu realisieren. Und wir haben uns deswegen für einige Bereiche jetzt entschieden. Ich möchte das noch kurz ausführen, nämlich erstens, wir wollen Zusatzmaßnahmen für einen verbesserten Schutz der besonders Schutzbedürftigen in dieser Krisensituation verwirklichen. Sie wissen, es gibt 2 große Gruppen. Die eine Gruppe sind ältere Menschen. Da passiert vieles. Zweiter Punkt und zweite große Gruppe sind jene, die schwere Vorerkrankungen etwa mit einer massiven Schädigung des Immunsystems haben. Und um die geht es uns jetzt schwerpunktmäßig. Wir wollen diese Gruppe im Laufe dieser Woche mit konkreten Empfehlungen versorgen. Und wir wollen den engsten Bereich, den Kernbereich jener, die besonders akut gefährdet sind, dadurch unterstützen, dass wir eine verpflichtende Freistellung vom Job realisieren für diese Gruppe, beziehungsweise ein Homeoffice als Alternative, die machbar, die möglich ist. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Schritt, dass wir uns solidarisch erklären und jene, die am akutest Gefährdeten sind, den bestmöglichen Schutz gewähren. Wir werden als Bundesregierung für diesen Zeithorizont Lohnkosten refundieren, für diesen Zeithorizont, der hoffentlich ein kurzer ist. Der zweite Punkt, wir wollen mit einem Erlass auch vor allem in Richtung der Stoßzeiten in Supermärkten erreichen, dass die Abstandsregelungen korrekt eingehalten werden, wo eine ganze Reihe von Festschreibungen realisiert werden, zum Beispiel Bodenmarkierungen vor den Kassen als ein Beispiel. Auch eine gewisse Kontrolle seitens der Supermärkte, wie viele Käuferinnen und Käufer in Stoßzeiten tatsächlich Zugang haben sollten, damit diese Abstandsregelungen aufrechterhalten bleiben können. Ein dritter Punkt sind die Hotels.
Stichwort Osterferien, ja, das wäre schön, wir hoffen nächstes Jahr wieder. Wir wollen die touristische Nutzung von Hotels für diese Phase jetzt einstellen, per Erlass. Und wir wollen die Schutzkonzepte der Spitäler ausbauen. Das ist bereits im Laufen, weitestgehend auch umgesetzt, nämlich was Zugangsbarrieren betrifft, was die Frage des Besuchs und der dramatischen Einschränkung betrifft, was den Ausbau von Testungen betrifft. Auch, und da bitte ich wirklich um Sorgfalt, was den Einsatz von Schutzmasken betrifft, das ist etwas anderes, wie der Mund-Nasen-Schutz, sind zwei ganz unterschiedliche Qualitäten. Die Schutzmaske, die das Gesundheitspersonal braucht, FFP1, 2 oder 3, das sind jene Masken, wo wir mit aller Kraft am internationalen Markt daran arbeiten, dass wir sie kriegen, in ausreichender Stückzahl kriegen, wo die Beschaffung auch gut beginnt jetzt und verbessert wird. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich ist die sogenannte MNS. Diese MNS ist dazu geeignet, dass ich die Emission sozusagen einstelle bzw. reduziere von mir selbst zum anderen und eine Wirkungszeit von 4 Stunden. Und das ist etwas, was wir an Kultur so noch nicht kennen. Es wird auch ganz stark darauf ankommen, dass wir informieren, dass wir Handhabungen definieren. Worauf muss ich achten, damit das nicht kontraproduktiv wird, einen guten Sinn hat, effizient ist in der Anwendung etc. Und all das dient dem Schutz der Kapazitäten der Spitäler, die unser erklärtes Kernziel sind. Vielleicht einen Satz noch zu den Tests, weil das auch in den letzten Tagen zunehmend ein Thema wurde und ist. Wir arbeiten nach wie vor daran, dass es schrittweise einen Ausbau gibt. Ist natürlich abhängig vom Nadelöhr der Rohstoffe, die es in diesem Bereich gibt am Weltmarkt. Wir machen zusätzlich Zielgruppentests bei ganz bestimmten Gruppen, wo wir uns ein Bild machen wollen, ob es hier eine zusätzliche Gefährdung und zusätzliche Erkrankungen gibt. Und die gute Nachricht, einerseits der Appell, wer gesund ist, braucht keine derartige Testung, also wer keinerlei Symptome hat, bitte keine Testung. Wir haben da durchaus eine angespannte Situation. Und die gute Nachricht bei den Antikörpertests, also der zweiten Generation, der zweiten Ebene von Tests, neben diesen Erkrankungstests, beim Antikörpertest macht die Industrie, machen die Experten ganz große Fortschritte, was die Sicherheit, die Stabilität der Ergebnisse betrifft. Und wir gehen davon aus, dass wir da in einem überschaubaren Zeithorizont in ein breites Ausrollen gehen können. Und das wird uns sicher weiterhelfen, um die Situation gut weiterzuentwickeln. Vielen Dank, Herr Gesundheitsminister. Herr Innenminister, bitteschön. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte mit einem großen Danke und einer sehr intensiven Warnung beginnen. Das große Danke richtet sich an die Bevölkerung, an die vielen Menschen, die in Österreich leben, die sich an die Anordnungen halten und damit zu Lebensrettern werden. Es ist beeindruckend, trotz jetzt schon der vorangeschrittenen Zeit der Maßnahmen, wie sehr noch alle bemüht sind, sich auch an diese Anordnungen zu halten. Und gleichzeitig auch ein großes Danke als Innenminister an die Polizistinnen und Polizisten, die mit großem Einsatz dafür Sorge tragen, dass diejenigen, die sich nicht daran halten und damit zu Lebensgefährdern werden, dass die zur Ordnung gerufen werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Daran erinnert werden, dass sie es in der Hand haben, ob Menschen leben oder Menschen sterben können. Und man muss es genauso in dieser drastischen Art und Weise sagen, weil so wie der Bundeskanzler, der Vizekanzler und auch der Gesundheitsminister schon angesprochen hat, auch die jetzige Erhöhung der Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung hat immer das Ziel, das Virus einzudämmen in seiner Verbreitung. Das geht aber nur, wenn sich alle daran halten. Und jetzt kann ein gefährlicher Trugschluss entstehen. Wir haben oft gesagt, dass wir beeindruckt sind, wie viele Menschen, die in Österreich leben, sich an der Umsetzung der Anordnungen beteiligen. Aber die wenigen, die es nicht tun, die müssen beginnen zu verstehen, dass das, was sie tun, Auswirkungen hat. Wir liegen derzeit bei ca. 700 Infizierten am Tag. Wenn die Menschen, die sich nicht an die Anordnungen halten, dazu beitragen, dass die Infektionen steigen,
dann ist es ein gefährlicher Weg, der da beschritten wird. Bereits ab 2000 Infektionen am Tag haben wir nicht mehr ausreichend Intensivbetten zur Verfügung. Das heißt, es hat jeder und jede in der Hand, hier einen Beitrag zu leisten und das zu verhindern. Das ist das Ziel dieser Anordnungen. Das ist das Ziel, warum Polizistinnen und Polizisten so intensiv einschreiten, wie an diesem Wochenende mit über 2046 Anzeigen, die ausgesprochen worden sind. Das ist kein Selbstzweck, das ist kein sich wichtig machen des Staates, sondern das ist der Schutz, die Verantwortung des Staates, den Schutz zu leben für die Menschen in unserem Land und daran zu erinnern, diejenigen, die dagegen verstoßen, dass sie ebenfalls einen Beitrag dazu leisten können und wenn sie es nicht tun, konsequent und klar bestraft werden. Daher unser Appell nach wie vor. Einer der wichtigsten Maßnahmen ist das Abstandhalten. Sie kennen alle die Bilder von den Sonntagsmärkten und Samstagsmärkten. Das ist katastrophal gefährlich. Halten Sie sich bitte an den Abstand. Mindestens 1 Meter. Wer das nicht tut, wird von der Polizei in Zukunft weiter konsequent auch dann angezeigt, wenn er den Anordnungen nicht Folge leistet. Ein völlig auch absurder Fall war in einem anderen Bundesland, da war eine 40er-Feier. Und ja, jeder von uns, der hier steht, kann das nachvollziehen, dass man gerne zusammenkommt und auch einen Geburtstag feiert. Nur sehr geehrte Damen und Herren, verständigen wir uns gemeinsam darauf, die Geburtstagfeiern sollten in Zukunft nach dem Beenden der Coronavirus-Krise stattfinden. Über 40 Personen haben sich in einer Garage versammelt. Wie unvernünftig kann man sein? 40 Personen können dann weitere Träger des Virus werden und damit andere Menschen gefährden und dann eben genau das machen, was so katastrophal ist, nämlich Leben gefährden. Wie gesagt, die Polizei ist hier konsequent im Einsatz und wird weiter auch vermehrt darauf achten, durch noch stärkere Präsenz, dass die Anordnungen des Gesundheitsministeriums, die auch heute schon wieder bekannt gegeben worden sind, auch tatsächlich eingehalten werden. Die Kriminalität, das habe ich schon einmal angesprochen, verändert sich. Wir haben deutlich weniger Einbruchsdiebstähle, natürlich kaum mehr Ladendiebstähle, aber die Kriminalität verändert sich auch. Meine große Bitte, gerade jetzt, wo wieder die Pensionen ausgezahlt werden am Monatsanfang. Es gibt eine Kooperation zwischen Wirtschaftskammer, den Bankinstituten und den Seniorenorganisationen, wo man auch Familienmitglieder zur Bank schicken kann, um seine Pension abzuholen. Da gibt es ein ganz dann klares Verfahren, bitte mit der jeweiligen Bank Verbindung aufnehmen, damit auch da einerseits die gerade gefährdete Zielgruppe sich weniger gefährden kann, durch das nicht hinausgehen müssen und auf der anderen Seite, dass auch diejenigen hintangehalten werden, die gerade jetzt auf der Lauer liegen und daraus auch wieder versuchen, zum Beispiel ein Geschäft zu machen, indem sie die Pensionistinnen und Pensionisten bedrohen oder hineinlegen. Es gibt ganz viele Phishing-Mails, die darauf ausgerichtet sind, Menschen jetzt, die Pension erhalten, auch wieder abzuzocken. Daher hier meine große Bitte, wenn Sie Verdacht haben, wenn Sie glauben, dass da was nicht stimmt, die Polizei informieren. Wir stehen bereit, wir helfen gerne. Seien Sie jetzt gerade in dieser Zeit wachsam, um eben hier auch gemeinsam für mehr Sicherheit zu sorgen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben es gemeinsam in der Hand. Die Polizei ist der Partner der Menschen, die in Österreich leben, damit wir am Ende des Tages mehr Lebensretterinnen und Lebensretter haben und hoffentlich gar keine Lebensgefährder mehr. Vielen Dank, Herr Innenminister. Wir kommen jetzt zu den Fragen. Erste Frage ORF, dann Puls 4. Zwei Fragen. Zum einen hat es heute dieses Expertenpapier schon gegeben. Wissenschaftler, mit denen auch Sie zusammengearbeitet haben, sagen, es braucht wahrscheinlich deutlich strengere Maßnahmen, als derzeit in Kraft sind, um, Zitat, Zehntausende Tote zu verhindern. Ist das jetzt ausreichend, was Sie heute präsentiert haben, oder kann da auch noch mehr kommen? Und zweite Frage, es hat ja in den letzten Tagen und Wochen heftige Kritik auch an Entscheidungen und Aussagen an speziell Tiroler Behörden gegeben. Landeshauptmann Platter hat gestern ja erstmals Fehler in der Corona-Krise eingestanden. Ist es damit jetzt getan oder sind da aus Ihrer Sicht noch politische Konsequenzen zu ziehen? Sollte es da Rücktritte geben? Danke. Also zur ersten Frage vielleicht. Der Punkt ist, wir sind schon bald am Ende der Fahnenstange, was unsere Maßnahmen betrifft. Wir haben als Republik Österreich, als eines der ersten Länder in Europa gehandelt mit restriktiven Maßnahmen, mit
dem Reduzieren auf einen Notbetrieb. Wir sind jetzt das erste westeuropäische Land, das auf das Tragen von Masken setzt. Wir haben noch Möglichkeiten, arbeiten gerade an der Verbesserung der Rotkreuz-App, hier auch das Internet und insbesondere Handys stärker zu nutzen. Das wird auch noch ein weiterer Faktor werden, aber dann sind wir bald am Ende der Fahnenstange mit unseren Maßnahmen. Und insofern möchte ich noch einmal dafür plädieren, dass diese auch genau eingehalten werden. Ich glaube, das Wichtige ist, dass jeder weiß, was er genau zu tun hat. Es ist ganz großartig, wenn ältere Menschen nicht zur Bank gehen und das Kinder oder Enkelkinder übernehmen. Aber wenn sie das Geld dann persönlich übergeben, dann ist nichts gewonnen. Es muss auf die Türmatte gelegt werden, Abstand gehalten werden und auf die Distanz übernommen werden. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und darüber hinaus, und da danke an den Innenminister, dass er auch sicherstellen wird, dass sich einfach solche Szenen wie auf den Wiener Märkten dieses Wochenende auch nicht mehr wiederholen. Das ist brandgefährlich. Ich glaube, was sich viele Menschen nicht vorstellen können, ist, wie wichtig wirklich der Beitrag von jedem Einzelnen ist. Man glaubt wahrscheinlich sehr schnell als Österreicher, man lebt in einem 8-Millionen-Land. Ob da einer sich so oder so verhält, das macht ja keinen Unterschied. Die Wahrheit ist, das Virus rottet sich nicht von alleine aus. Die asiatischen Länder, die es geschafft haben, die haben es geschafft, dass die Ausbreitung dort einige wenige Fälle pro Tag sind oder im Idealfall gar kein einziger Fall pro Tag. Und das muss unser Ziel sein. Wirkliche Normalität wird es nur geben, wenn wir das Virus besiegt haben. Und da ist einfach jeder Einzelne gefordert. Und jeder Einzelne, der sich nicht daran hält, ist einer zu viel. Und 1000 Menschen zu viel führen schon zu einer wahnsinnigen Beschleunigung, bis es zur Überlastung unserer Intensivmedizin kommt. Zweite Frage. Ich glaube, jeden Tag machen Entscheidungsträger Fehler. Das ist ganz normal und in Krisensituationen wahrscheinlich umso mehr. Ich bin dafür, dass man sich immer, wenn es den Verdacht gibt, dass es Fehler gibt, dass man sich das ganz genau anschaut, dass das analysiert wird. Aber ich warne davor, dass wir jetzt den Blick fürs Wesentliche als Bundesregierung verlieren. Und da ist der Blick ganz klar, nämlich alles zu tun, um die Ausbreitung zu verhindern. Dankeschön. Puls 4 und dann Ö24, dann die Presse. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, heißt das sozusagen, dass ab Mittwoch beispielsweise, wenn ich einkaufen gehe, sei es in den Supermarkt oder in der Apotheke, das nicht mehr tun darf, ohne eine Maske zu tragen. Werden diese Masken was kosten? Muss ich die selber bezahlen? Wie stellen Sie die Versorgung sicher der Supermärkte, Apotheken? Gibt es da aktuell noch genug Vorräte? Und kurze zweite Frage, wie sieht es aktuell mit Schulen, Universitäten und so weiter aus? Gibt es da einen Fahrplan aktuell? Was heißt diese aktuelle Situation für die Schüler und Studenten? Also es wäre schön, wenn es Vorräte gäbe. Die Wahrheit ist, die Situation am Weltmarkt ist so unglaublich eng, dass es einfach extrem schwierig ist, Schutzausrüstung für medizinisches Personal zu bekommen. Es ist etwas einfacher bei diesem Mund-Nasen-Schutz, aber auch da ist die Situation nicht einfach. Ich bin den Supermärkten sehr dankbar. Wir haben dieses Projekt gut gemeinsam vorbereitet. Wir arbeiten hier seit über 10 Tagen zusammen, die Supermärkte, das Gesundheitsministerium, mein Team im Bundeskanzleramt, mit dem Ziel, am Weltmarkt ein Maximum an solchen einfachen Schutzmasken zu oder nicht Schutzmasken, sondern einfachen Mund-Nasen-Schutz zu bekommen. Die Supermärkte sind da ganz wichtige Partner für uns, weil sie über Handelskanäle verfügen, weil sie Einkäufer haben, die das hochprofessionell machen und sie erhalten, was die Logistik betrifft, aber natürlich auch, was Zoll und andere Hemmnisse betrifft, die volle Unterstützung des Wirtschaftsministeriums und des Verteidigungsministeriums. Ich würde Ihnen jetzt gern sagen, ab Mittwoch gibt es in jedem Supermarkt in Österreich beim Eingang für jeden, der reingeht, eine Maske. So klar lässt sich das nicht formulieren. Die ersten Supermärkte werden es mit Mittwoch schaffen. Und einige werden vielleicht 1-2 Tage länger dauern. Das ist nicht die Schuld der Supermärkte, sondern alle großen Supermarktketten strengen sich gerade intensiv an, sind auch
wichtige Partner für uns, weil sie die Verteilung an die Bevölkerung übernehmen für uns, aber sie können natürlich am Weltmarkt auch nur bekommen, was es am Weltmarkt gibt. Will sie dann nicht mit Details langweilen, aber manche Lieferungen sind gerade in Shanghai, andere hängen anderswo fest und sobald die Lieferungen da ist, wird das flächendeckend ausgerollt. Ab Mittwoch werden die ersten starten und dann in den nächsten Tagen sollten wir so weit sein, dass man wirklich überall beim Eingang am Supermarkt eine Maske erhält. So eine Maske kostet nicht viel, also das wird nicht das Thema sein. Wichtig ist, dass die Menschen geschützt sind und dass diese Masken natürlich dann, der Supermarkt ist der Anfang, aber natürlich auch breitflächiger verwendet werden können, verwendet werden sollen. Aber wie der Gesundheitsminister schon gesagt hat, das ist ein Lernprozess, das ist eine Umstellung für uns in Europa. Wir sind nicht ein asiatisches Land, das das gewohnt ist, aber es wird notwendig sein. Es ist eine Maßnahme, die auf die Volkswirtschaft keinen notwendigen Einfluss hat. Es ist eine sehr einfache Maßnahme, aber eine weitere Maßnahme, die Wirkung zeigen kann und auch Wirkung zeigen wird. Zweiter Punkt, wie geht es an Schulen und Universitäten weiter? Wir arbeiten natürlich auch in einem Team an der Frage, wie kann dieser Notbetrieb wieder beendet werden und wie können wir wieder in Richtung Normalität oder neue Normalität übergehen. Wichtig ist einmal festzuhalten, das geht nur, wenn die Zahlen das auch hergeben. Je schneller wir die Ausbreitung einschränken, je schneller wir es schaffen, dass der Replikationsfaktor in Richtung Null geht, desto früher sind wir in der Situation, Maßnahmen lockern zu können. Derzeit sind wir davon weit entfernt. Und was die Reihenfolge betrifft, sollten wir mal dorthin kommen, dass wir diese Beschlüsse fassen können, dann werden wir mit der Öffnung der Geschäfte starten. Schulen, Universitäten sind da sicher erst an zweiter Stelle. Der Grund ist, wir haben neben der Ausbreitung des Virus natürlich die wirtschaftliche Herausforderung und insofern auch darauf zu schauen, dass wir, wenn wir Maßnahmen zurücknehmen, wir vor allem mit denen beginnen, die volkswirtschaftlich wichtig sind. Ö24, dann ATV, dann Presse. Herr Bundeskanzler, die heutige Pressekonferenz kann wahrscheinlich auch als eine Meilenstein-Pressekonferenz verstanden werden, die auch zur Evaluierung und zur Ankündigung der nächsten Maßnahmen gedacht war. Wann steht uns der nächste Meilenstein bevor? Ist das auch schon angedacht? Es war ja ursprünglich auch der 13. April auch als ein Zeitraum für die bisherigen Maßnahmen vorgeschlagen. Aus dem Karfreitagszauber oder dem Ostermontag der Wiederauferstehung ist jetzt nichts geworden. Wie ist hier der projektierte Zeitplan Ihrerseits? Und als zweite Frage, wir haben jetzt hier eine Verlängerung und eine Verschärfung, zumindest teilweise der Maßnahmen, verkündet bekommen. Gibt es hier auch auf Seiten der wirtschaftlichen Abfederungen auch noch zusätzliche Maßnahmen, gerade für jene Zielgruppen, die vom Härtefonds betroffen sind, der in Summe nur ein 1/38 des Gesamtvolumens ausmacht? Und noch eine Frage an den Innenminister. Herr Innenminister, wie sieht es mit dem Social Distancing innerhalb der Truppe aus? Wir bekommen immer wieder Anfragen von Bürgern und Bürgerinnen, die 6 und vielleicht auch mehr Polizistinnen und Polizisten im Auto sehen. Und da gibt es ja auch Zahlen von New York, bei der mittlerweile 12%, das ist ein Achtel der Truppe, nicht einsatzfähig ist. Die Einsatzfähigkeit sicher eine Priorität auch für Sie. Danke. Also ich darf vielleicht einmal mit der ersten Frage beginnen. Wir werden nächsten Montag wieder in dieser Formation vor Ihnen stehen und Ihnen genau berichten, wie sich die Situation entwickelt hat. Grundsätzlich bei den Zahlen gibt es zwei Faktoren, auf die hinzuschauen ist. Das erste, der ganz wesentliche Blick auf die Intensivmedizin. Wir wissen, dort gibt es beschränkte Kapazitäten. Kein Gesundheitssystem der Welt kann diese Ausbreitung bewältigen. Wir sind Gott sei Dank hier besser aufgestellt als andere Länder, aber auch das österreichische System wird hier sehr bald an die Grenzen stoßen. Das heißt, wichtigstes Ziel, alles zu tun, dass insbesondere die Ausbreitung so eingeschränkt wird, dass diese Situation, die an der Intensivmedizin stattfinden wird, also eine massive Auslastung, Überlastung, dass die uns nicht so hart trifft, wie sie uns treffen könnte und dass die dann vor allem nicht so lange dauert, wie es dauern könnte. Wir müssen alles tun, dass wir hier keine italienischen Verhältnisse haben. Und zum Zweiten,
geht es natürlich darum, in der Ausbreitung so weit nach unten zu kommen, dass es möglich ist, wieder zur Normalität zurückzukehren. Und das sind die zwei Ziele, die wir im Blick haben. In einer Woche werden wir sicherlich einen noch genaueren Ausblick geben können als heute. Was tun wir dafür? Wir machen erstmals als eines der ersten Länder in Europa eine Stichprobe in der Bevölkerung. Wir testen dieser Tage 2000 Menschen, die nach einem Zufallsprinzip wie bei einer Meinungsumfrage zusammengestellt worden sind. Ende der Woche werden uns hier die Testergebnisse vorliegen. Das heißt, Ende der Woche werden wir erstmals die Möglichkeit haben, auf den Eisberg selbst zu schauen. Bisher sieht man ja immer nur die Spitze des Eisbergs. Und wir werden erstmals Ende der Woche wissen, ungefähr zumindest, wie viel Prozent unserer Bevölkerung sind wirklich infiziert. Und im Idealfall, wenn es funktioniert, mit den Antikörpertests auch feststellen können, wie viel Prozent der Bevölkerung hatten diese Krankheit schon, ohne es mitbekommen zu haben. Das wird uns noch mehr Klarheit in den Zahlen geben. Überleitend auch schon an den Innenminister. Was es natürlich auch gibt, sind jetzt sogenannte Stichprobenkontrollen bei besonders wesentlichen Gruppen, dem medizinischen Personal, den Polizistinnen und Polizisten, Personen, die in Supermärkten arbeiten, um zu sehen, wie ist dort die Ausbreitung und gibt es dort die Gefahr, dass diese Personen zu Superspreadern werden, also zu Personen, die, weil sie so gebraucht werden in der Krise, mit so vielen Menschen Kontakt haben, dass sie wiederum die Krankheit verbreiten. An dem wird auch gerade gearbeitet. Da gab es schon die ersten Stichproben, die am Wochenende stattgefunden haben. In den nächsten Tagen sollten wir da noch mehr an Klarheit haben. Spätestens nächsten Montag wieder diese Formation hier mit der genaueren Einschätzung, wie es mit den Maßnahmen weitergeht. Aus heutiger Sicht kann man sagen, unsere Maßnahmen sind gut gewählt, sie wirken. Es braucht noch mehr Anstrengung, es braucht noch mehr Disziplin, es braucht zusätzliche Schritte wie das Setzen auf Masken, damit wir hoffentlich besser durch diese Krise kommen als andere Länder. Nun zu Ihren Fragen. Es gelten für Polizistinnen und Polizisten besondere Hygienevorschriften. Gleichzeitig erfordert es der Dienstbetrieb, dass Ihr Dienstalltag so gesehen wird, wie wenn Sie in einer häuslichen Gemeinschaft zusammenleben. Das ist aufgrund des Einsatzfahrzeuges gegeben, das ist aufgrund der unterschiedlichen Größe von Polizeiinspektionen gegeben. Gleichzeitig haben wir uns auf den Fall vorbereitet, dass durch langfristige strategische Planung, was passiert, wenn auch die Infektionsrate höher wird unter den Polizistinnen und Polizisten. Derzeit haben wir 101 infizierte Polizistinnen und Polizisten, davon ein Drittel in Tirol und ein Drittel in Niederösterreich in der Gesamtverteilung. Und wir haben 933 Polizistinnen und Polizisten in Isolierung. Das heißt, es wird sehr rasch darauf geachtet, sollte es irgendwo einen Gefährdungsbereich geben, dass die Kolleginnen und Kollegen dann rasch sich isolieren, um damit auch Gewissheit zu bekommen, ob selbst infiziert zu sein oder nicht. Faktum ist, dass wir gerade deshalb auch ein hohes Interesse haben an den Schnelltests, die der Gesundheitsminister angesprochen hat, denn gerade für alle Einsatzkräfte, wie genauso wie für das Gesundheitspersonal, diejenigen, die in der Isolierung sind, können dann rasch Antikörpertests machen, weil sich ja dann auch schon nachweisen lässt, die Infizierung ja oder nein, um dann auch wieder schnell in den Dienst zurückzukehren. Aber wir haben in Summe knapp 30.000 Polizistinnen und Polizisten in ganz Österreich. Das heißt, Sie sehen, die Infektionsrate hält sich Gott sei Dank noch sehr in Grenzen. Und gleichzeitig haben wir dadurch, dass wir die Polizeischülerinnen und Schüler des dritten und vierten Semesters, die also schon einmal eine Praxisverwendung absolviert haben, Erfahrung gesammelt haben, wie der Dienstbetrieb auf der Straße und im Einsatz ausschaut, ebenfalls schon in unsere Einsatzpläne mit hineingerechnet. Die sind auch schon zum Teil in den Polizeiinspektionen, unterstützen die Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Und darüber hinaus gibt es eine sehr strenge und das wurde schon sehr frühzeitig veranlasst und nachhaltige Urlaubssperre, die sich in dem Fall ebenfalls ressourcentechnisch zur Ressourcensicherung genug Einsatzkräfte zur Verfügung haben, ausgewirkt hat. Auch da ein großes Danke an die Disziplin der Polizistinnen und Polizisten, die sich sofort bereit erklärt haben, sich daran auch zu halten und dass diese Maßnahme, die oft sehr einschneidend war, da waren noch nicht die Infektionsraten abschätzbar, die es in der Gesamtbevölkerung gibt, wie sie sich jetzt entwickeln, die diese Maßnahme zur Kenntnis genommen haben, um eben diese Einsatzfähigkeit auch darzustellen und zu leben. Wie gesagt, die Polizei
ist in so einer intensiven Phase wie jetzt der Partner der Bevölkerung, aber durch die vermehrte Präsenz, Sie haben auch die Gruppen angesprochen, die Parks bestreifen, die generell an öffentlichen Plätzen sichtbar sind, soll eben spürbar gemacht werden, dass die Anordnungen ernst zu nehmen sind, umzusetzen sind und auch mit nötiger Konsequenz verfolgt wird, wenn sie nicht eingehalten werden. Danke. ATV, bitte. Der Innenminister hat es angesprochen, es kommt immer wieder noch zu Übertretungen bei diesen Ausgangsbeschränkungen. Wie könnte man da vielleicht auch der Polizei Abhilfe schaffen in Form von Datenüberwachung? Und was wäre da konkret vorstellbar, auch an den Bundeskanzler, das asiatische Modell, dass man da wirklich Bewegungsprofile kontrolliert? Wie kann das wirklich in der Praxis dann aussehen? Und eine kurze Frage doch an den Gesundheitsminister, punkto der Praktikabilität für dieser Schutzmasken für Kinder. Wie schaut es denn da aus, beziehungsweise ist das auch mitbedacht, wird das auch für Kinder gelten? Ich kann die erste Frage sehr schnell beantworten. Unser Fokus liegt da auf der Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz und der Möglichkeit, dass es eine schnelle Information für alle Österreicher gibt, die sich potenziell infiziert haben. Daran wird gerade gearbeitet. Gesundheitsminister. Ja, zu den Masken noch einmal die Bitte um die Differenzierung. Das eine sind die Schutzmasken für das Gesundheitspersonal, für Pflege, mobile Dienste und viele andere mehr. Also die hochqualitativ sind, die auch sehr, sehr schwer derzeit am internationalen Markt zu kriegen sind, wo wir um jede Lieferung kämpfen. Und das andere sind diese MNS-Schutzstreifen de facto, man kann auch Masken dazu sagen, die de facto ein einfacheres Produkt sind und da spielt das Alter de facto keine Rolle, das ist nicht das Thema, wird auch in den Kulturen, wo das lange Tradition hat, von der Volksschule bis auch so praktiziert. Danke, die Presse bitte. Ich wollte zum einen um Präzisierung bei den Maskenregeln ersuchen. Sollen das Supermärkte jetzt im Rahmen ihres Hausrechts anordnen oder soll es eine staatliche Verpflichtung geben, diese Masken zu tragen, wo dann auch Strafen drohen, wenn man sie nicht trägt? Und soll es jetzt auf Supermärkte beschränkt bleiben, auf alle Geschäfte, auf den gesamten öffentlichen Raum? Wie ist da die Verordnung angedacht? Dann zu den Ausgehverboten, die werden auch teils unterschiedlich interpretiert, auch von Ministerien in der Vergangenheit. Deutsche Bundesländer haben da recht klare Regelungen, dass maximal 2 Leute sich zusammen in der Öffentlichkeit treffen dürfen, egal ob Haushaltsgemeinschaft oder nicht. Ist das eine Option für Österreich? Und zu Big Data wollte ich noch nachfragen, soll das nur auf Freiwilligkeit fußen oder wären hier staatliche Vorgaben auch denkbar? Also die dritte Frage habe ich schon beantwortet. Die zweite Frage ist leicht zu beantworten. Bei uns gilt alleine oder mit den Personen, mit denen sie zusammen wohnen. Warum macht das Sinn? Weil die Personen, mit denen sie zusammen wohnen, die stecken sie ohnehin an. Die stecken sie in der Wohnung umso mehr an, als beim gemeinsamen Spazierengehen. Und insofern bringt es nichts, jetzt zu sagen, eine Familie, die aus 5 Personen besteht, darf nur noch zu zweit auf die Straße gehen. Die 5-köpfige Familie darf das natürlich zu fünft. Das Paar darf das zu zweit. Und wer alleine wohnt, der darf das alleine. Die Regelung macht Sinn, ist durchdacht und wichtig ist, dass sie eingehalten wird. Zur ersten Frage, wir können nicht etwas verordnen, was logistisch so noch nicht möglich ist. Wir haben die Supermärkte als gute Partner in der Distribution und die haben eine sehr klare Einschätzung, bis wann sie es schaffen. Wir arbeiten seit 10 Tagen an diesem Projekt. Ab Mittwoch wird es möglich sein, dass in den ersten Supermärkten beim Eingang diese Masken ausgegeben werden und die sind dann natürlich auch verpflichtend zu tragen. Und in anderen Supermärkten wird das in den Folgetagen geschehen. Wie vorhin schon gesagt, das ist so etwas auch wie eine Lernphase. Das heißt, es wird im ersten Schritt in den Supermärkten verpflichtend sein und in weiteren Schritten dann natürlich überall dort, wo mit Menschen in Kontakt gekommen wird. Wenn etwas im Supermarkt Sinn macht, dann macht es natürlich auch Sinn, wenn man gemeinsam arbeitet. Und was den öffentlichen Raum betrifft, würde ich bitten zu unterscheiden zwischen dem ländlichen Raum, wo Sie stundenlang spazieren gehen können, ohne jemanden zu treffen, und der Stadt, insbesondere der Großstadt, wo wir gerade in Wien am Wochenende gesehen haben, dass es massive Probleme gibt an den Märkten und anderswo, die sowieso Masken hin oder her in den Griff bekommen werden müssen. Das heißt, eine staatliche Pflicht?
Das heißt, eine staatliche Pflicht kann es dann geben, wenn genug Masken da sind, und bis dahin ist es nur so, dass die Supermärkte das im Rahmen ihres Hausrechts fordern werden. Bei den Supermärkten wird es eine Verpflichtung geben, das im Supermarkt zu tragen, aber selbstverständlich nur, wenn auch sichergestellt ist, dass es genug gibt und vor der Tür verteilt wird. Aber eine staatliche Pflicht, ja, das in Supermärkten zu tragen? Natürlich, ja. Masken, wird es doch möglich sein, dass man selbstgemachte Masken trägt, das hat uns erreicht. Ist das auch eine Alternative? Es wird hier auch Empfehlungen noch geben seitens des Gesundheitsministeriums. Vielleicht kann der Gesundheitsminister noch ein paar Worte dazu sagen, aber grundsätzlich bitte verbreiten Sie jetzt nicht in der Bevölkerung das Bild, dass so etwas schützen würde. Es schützt nicht den Träger, sondern es führt dazu, dass man andere nicht anhusten, annießen kann. Wir wissen, dass diese Krankheit wesentlich ansteckender ist als die Grippe, dass sie wesentlich länger auch an der Luft bleibt. Da gibt es unterschiedliche Expertenmeinungen dazu, wie lange. Ja, manche sprechen von einer kurzen Phase, andere sagen bis zu 15 Minuten. Aber Faktum ist, es ist eine hoch ansteckende Krankheit. Und insofern gilt, je weniger in den Räumen, aber auch im öffentlichen Raum genießt und gehustet wird, desto weniger die Gefahr, dass jemand anderer sich ansteckt. Und insofern hilft jede Form der Mundbedeckung. Wir reden hier immer von Masken, aber wenn Sie ein Tuch vor Mund und Nase haben, dann wirkt das ähnlich, aber vielleicht darf ich da noch an den Gesundheitsminister übergeben. Es heißt eben nicht Maske jetzt in dem Sinn, sondern es ist der berühmte Mund-Nasen-Schutz. Wir haben heute versucht, das auch vom Wort her sehr klar zu positionieren und zu etablieren. Und das sagt ja auch schon, was Hintergrund der Übung ist, nämlich einen Lernprozess zu realisieren mit dem Schutz des Ausatmens, also um zu vermeiden, dass man dem oder der, die einem gegenübersteht, anstecken kann. Das ist damit eine deutliche Reduktion, aber es ist kein Eigenschutz, also keine Schutzmaske jetzt im eigentlichen Sinn. Wichtig ist, die Handhabung zu lernen, damit das auch nicht kontraproduktiv wird. Deswegen diese erste Lernphase, damit wir lernen, wie kann man damit umgehen und wie ist ein richtiger Gebrauch erforderlich. Danke sehr. Vorletzte Frage, Standard, und dann letzte Frage. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Frage des Kollegen mit der Anordnung bezüglich der Masken. Was passiert, wenn eine Person eine Maske angeboten bekommt, diese aber nicht aufsetzt? Gibt es da Strafen? Wird es nach der Lernphase Strafen geben, wenn man sich nicht daran hält? Und die andere Frage ist, Sie sprechen immer, dass kein Gesundheitssystem das so schaffen kann. Es gibt Grenzen der Intensivstationen. Wenn die Ansteckung weiter so ist wie heute, wie lange halten das unsere Intensivstationen durch? Wann ist diese Grenze erreicht? Und dann auch nochmal die positive Frage, wann ist ein Zurückkehren zur Normalität vorstellbar? Ist das überhaupt heuer noch möglich? Also ich versuche alle drei Fragen im Schnelldurchlauf zu beantworten. Ich beginne bei der ersten Frage, weil das ist die einfachste. Es ist ganz einfach, wenn Ihnen vor dem Supermarkt eine Maske in die Hand gedrückt wird und Sie setzen die nicht auf, dann werden Sie nicht reinkommen in den Supermarkt. So einfach ist das. Das ist auch notwendig und ich bitte alle Österreicherinnen und Österreicher, sofern uns das wirkt, wir müssen uns damit jetzt anfreunden. Ich wohne im 12. Bezirk in der Nähe von Schönbrunn. Immer wenn ich früher in Schönbrunn laufen war in den letzten Jahren und ich asiatische Touristen gesehen habe mit Masken, ist mir das etwas merkwürdig vorgekommen. Es ist für uns fremd. Es ist für uns eine sehr ferne Kultur. Allerdings, die derzeitige Situation macht es notwendig, einerseits um Leben zu retten und andererseits, weil ich nicht nur in meinem Freundeskreis, sondern bei allen Österreicherinnen und Österreichern den Wunsch verspüre, dass wir irgendwann wieder ein halbwegs normales Leben führen können. Und dafür wird das zentral sein, dass wir Abstand halten, aber dass wir auch Mund und Nase bedecken, um uns eben nicht anzustecken. Und je mehr wir wieder zur Normalität zurück wollen, desto disziplinierter müssen wir da sein. In Wuhan hat es Wochen gedauert, um aus dem Lockdown herauszukommen, mit einer wesentlich stärkeren Brutalität und mit einer wesentlich höheren Disziplin als bei uns. Und insofern kann ich nur appellieren, dass auch wenn uns das fern wirkt, dass wir uns alle miteinander sehr schnell umstellen. Sonst werden zum einen mehr Menschen sterben, als sterben müssten, und zum anderen wird das Datum
wann wir wieder mit Normalität rechnen können, in immer weitere Ferne rücken. Das bringt mich zur zweiten Frage. Wann ist mit so etwas wie Normalität zu rechnen? Das hängt sehr stark von unserer Disziplin ab und von der Entwicklung der Kurve. Derzeit sind die Ansteckungen viel zu hoch. Und zum Dritten, die Frage der Intensivmedizin. Das ist eine sehr heikle Frage, wo die Meinungen der Experten und die Berechnungen auseinandergehen, je nachdem, wie optimistisch oder pessimistisch die jeweiligen Mathematiker sind. Ich glaube hier eher denjenigen, die vorsichtig sind. Und das bedeutet, dass wir sicherlich Mitte April in einer Situation sein können, wo es zu einer massiven Überforderung unserer Kapazitäten kommt, insbesondere was die Intensivmedizin betrifft. Daher mein dringender Appell, glauben Sie nicht den Beschwichtigern, reden wir uns die Probleme nicht schön, das Virus wird nicht von alleine verschwinden. Danke sehr. Letzte Frage, Servus TV. Ich habe eine Frage zu den Testungen und zwar zu den Virennachweistests, nicht zu den Schnelltests. Der Gesundheitsminister hat gesagt, es gibt eine angespannte Situation. Es wird immer wieder in den Medien auch kommuniziert, es fehlen Reagenzien. Auf der anderen Seite heißt es, dass mehr getestet werden soll, da entsteht Verunsicherung. Deswegen, wie ist der Status quo? Wie wird das besorgt werden und kann man sagen, ab wann Reagenzien, Tests, wie auch immer da ist? Und dann nur eine kurze Nachfrage noch vom Handel her. Da war die Hoffnung, dass ab 13.04. einige Geschäfte aufgesperrt werden können. Und es gibt jetzt die Konkurrenzsituation, dass der Supermarkt Blumen, Erde, Spielzeug, was auch immer verkauft und andere Handelsbetriebe sagen, das geht nicht mehr, wünscht sich da eine Regelung. Was ist da angedacht? Danke. Zur zweiten Frage, daran arbeitet schon die Wirtschaftskammer und auch das Wirtschaftsministerium. Zur ersten Frage, es ist wichtig, glaube ich, einmal zu wissen, was ist die Herausforderung. Die Herausforderung ist, dass wir es hier mit einer globalen Situation zu tun haben, die dazu führt, dass einfach medizinische Güter auf den Märkten irrsinnig knapp sind. Insbesondere auch trifft das auf sogenannte Testkapazitäten zu. Das bedeutet, die Reagenzien, von denen Sie gesprochen haben, sind schwer zu bekommen. Und es wird in Österreich gerade wirklich mit vereinten Kräften, und da möchte ich allen Danke sagen, daran gearbeitet, dass nicht nur mit den klassischen Tests gearbeitet wird, die man am Weltmarkt bekommt, sondern Industrielabore, die Wissenschaft, private Labore, das Gesundheitsministerium, alle helfen hier zusammen, um teilweise nachzubauen, um Ersatz zu finden und um so die Testkapazität zu steigern. Das ist eine enorme Anstrengung von vielen, die das nicht tun müssten. Und daher ein großes Danke von mir an die Wissenschaftler, die hier mithelfen, die Industrielaborkapazitäten, die zur Verfügung gestellt werden, die privaten Labore, die kein Geschäft damit machen, sondern hier wirklich helfen. Und insofern wird es auch gelingen, dass wir die Testkapazitäten steigern. Das ist der klassische Test im Labor. Und darüber hinaus gibt es die Antikörpertests, die natürlich nur sehr zielgerichtet eingesetzt werden können, weil sie nicht am ersten Tag anschlagen, sondern erst nach einigen Tagen. Und die gibt es am Weltmarkt in deutlich größeren Kapazitäten. Da wird es mittelfristig auch möglich sein, sehr breitflächig zu testen, die ganze Polizei zu testen, ein kleineres Bundesland zu testen, gewisse Regionen zu testen, allerdings mit den Nachteilen, die sie haben. Und auch da sprechen wir nicht von den nächsten Tagen, sondern hier ist der Zeitraum auch bei den Lieferungen einige Wochen. Vielen herzlichen Dank der Bundesregierung und Ihnen danke fürs Kommen und für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Fragen. Vielen Dank.